Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir gegen den Glitcher-Knacktor, gegen den kämpfen wir jetzt. In der letzten Folge haben wir hier gegen den Stahl-Uragan gekämpft, genau. Und jetzt kämpfen wir gegen den Glitcher-Knacktor und da ist schon wieder Danger, ja super. Ich habe schon was gegessen, wir gehen direkt in die Quest, wir hauen alles weg. Bams. Muss die Parts ein bisschen kürzer machen. Weil potenziell geht das ja. Und ja, ich habe es geschafft, mein Schwert einmal hochzuballern. Man sieht jetzt, ich habe eine blaue Leiste endlich. Nach so langer Zeit. Ich habe mein Brachydios-Schwert hier aufgelevelt, indem ich wie bekloppt gegen den verdammten Brachydios gekämpft habe. 16 Mal, ja. Das war so nervig, weil ich musste so einen Brachydios-Stein haben und den hat er so gut wie nie gedroppt. Und ja, nach 16 Kämpfen habe ich erst 2 bekommen. Einen für, um das Ding hier überhaupt herzustellen und dann noch einen, um das hier aufzuleveln. Und jetzt brauche ich noch einen, um mir die Rüstung herzustellen. Super, ne? Okay. Das ist so ein Dreck. Also ja, gegen den möchte ich so lange erstmal nicht verkämpfen. Dafür ist die Waffe aber jetzt sehr viel stärker geworden. Irgendwann mit 1000. Und ja, blaue Leiste, auch gut. Ich habe schon ein paar Quests gemacht, wo ich hier gegen... Oh, hi. Das bist du doch, ne? Wo ich gegen den Dings gekämpft habe, gegen den... Ich muss ein bisschen lauter machen. Ich mach mal kurz hin. Also ein bisschen lauter, also sonst höre ich ja gar nichts. So, geht doch. Ja, ich musste... Ich habe diesen Kampf gemacht, wo ich gegen 3 Genoxe kämpfen muss. Habe ich einfach meine Vrogi-Klamotten angezogen, meine verbesserten. Und ja. So schwer war der Kampf wirklich nicht. Dann habe ich hier diese Quest gemacht, wo ich einen Unheils-Genox und einen normalen Genox machen musste. Die war sogar noch einfacher. Und dann habe ich die Quest gemacht, wo... Ach ja, der macht das auch noch. Wo ich gegen ein Plesiot und ein Lagiakros kämpfen musste. Was auch nicht so schwer war. Also ja. Weiß nicht, ob meine Ausrüstung liegt. Oder meine Waffe. Aber die Kämpfe sind nicht so schwer. Ich bin zwar einmal draufgegangen beim Lagiakros und Plesiot, weil die in einem Bildschirm waren und mich voll zerstört haben. Aber so schwer war es jetzt nicht. So, in den Jägernotizen von dem Viech stand, dass der Panzer von dem Viech nur kaputt geht, wenn es durch Feuer schmilzt. Aber ich habe keine starke Feuerwaffe. Sehr gut, ne? Ich merke gerade, ich mache nie Schaden an dem. Er könnte also ein bisschen lange dauern hier. Ich dachte, die Explosion, Schleim, wird's auch bringen. Aber anscheinend nicht. Muss ich so lange dagegen hämmern, bis er kaputt geht anscheinend. Genauso. Ja, ich kann auch an die Dinger hier angreifen, genau. Ach Mann. Ich brauche außerdem von dem her noch irgendwas. Von dem Gletscher-Knacktor. Irgendwie 4 Schilde oder Schuppen oder was weiß ich. Weil dann kann ich auch mein Ceratois-Schwert verbessern. Panzerschocker habe ich schon geholt vom Lagiakos, hatte ich Glück gehabt. Da ich 2 Panzerschocker bekommen habe. Jetzt brauche ich nur Gletscher-Knacktor-Klamotten. Gut, ne? Ah. Finde ich aber schade. Ich habe jetzt schon blau und kommt trotzdem nicht durch die Rüstung. Das ist ein bisschen doof. So, ich mag zwar die grüne Farbe, ich möchte. Nein, 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 nein. Okay, in die andere Richtung, gut. Ja. Mich trotzdem blau, aber ich erinnere mich. Ich habe übrigens jetzt Chacha eine Melinx-Maske gegeben, also eine Katzenmaske. Damit kann er jetzt hin und wieder ein paar Gegenstände vom großen Monstern klauen. Ist glaube ich auch nicht so schlecht. Blöd ist nur, Chacha verreckt jetzt irgendwie sehr viel schneller, habe ich so das Gefühl. Ja, okay, kommen wir da raus. Langsam wird es nervig.
Oh Mann. Ich komme gar nicht an ihn heran. Komm her. Da muss ich die Brust halt angreifen. Anders kann ich ja nicht. Ich habe keine starke Feuerwaffe. Ich habe eine Wasserwaffe, aber das bringt ja halt wohl nichts. So. Och Mann. Frage ist nur, wie erneuert er seinen Panzer denn wieder? Der normale Agnakt hat ja im Lava gebadet, aber wie macht er das denn? Ich hoffe, der muss sich nicht einfach nur im Schnee wälzen und gut ist. Da wäre nämlich voll kacke. Bams, Explosion. Ich hoffe, dadurch gehen die Dinge auch ein bisschen kaputt. Ich habe auf jeden Fall üblen Schaden jetzt. Ja, da ist was kaputt gegangen. Sag ich doch, Explosion, das bringt es doch bestimmt auch. So. Bams. Ein paar Mal gegen den Stahl-Uragan muss ich ja auch kämpfen. Für ein paar Klamotten hier. Wenn ich das nächste Mal aufballer, brauche ich irgendwie Brachidios-Klamotten. Aber ich glaube, ich brauche irgendwie Schwarzpanzer plus und so. Und das Problem ist, der normale Brachidios hinterlässt das alles nicht. Das heißt, ich muss irgendwann gegen eine verstärkte Version von dem kämpfen. Yay. Und ich habe sowas von die Schnauze voll gegen den zu kämpfen fürs Erste. In dem verkackten Stein, den ich bekomme. Den ich nie bekommen habe. Meine ich. Aha. Ja, und Spaß zu bekämpfen. Ein paar Mal. Was zum Teufel? Was ist los? Steckt er fest? Okay. Wieso ist denn der festgesteckt auf einmal? Ich mach das Ding ab. Ach man. Den Schwanz abtrennen, wo ich den Schwanz glaube ich nicht brauche. Danach kommt noch eine schwarze Diablos. Das wird ein Spaß. Den freue ich mich ja als recht. Okay. Ja, mein Standard Z besteht jetzt auch immer aus Kräutern. Die, wenn ich die rauche, ich meine, einnehme, mich auch ein bisschen heilen. Naja, Schatscha kann jetzt so Dinger werfen, so Fässer. Hat er auch schon mal gegen mich geworfen, unter Wasser. Gegen Lagiakros und Lesioff, war sehr schön. Ich sehe nichts. Aber ich möchte aber so kurz jetzt nicht gegen den Bachidios kämpfen. Ich bin vor allem Frusten gegen den. So, jetzt kommt der Schwanz ab. Boah, da ist eine Fassbombe geflogen, das habe ich gesehen. Sehr gut. Jetzt noch eine Chance gegen den Gen Moran ab. Ich glaube, ich bin den. Bin den Kampf irgendwie falsch angegangen. Aber egal. Muss er noch nicht sofort. Ich meine, guckt euch das Viech an. Der war riesig. Schnauze! Habe ich immer gegen den normalen Agnaktor gemacht, wenn er seinen Laser geschossen hat. Jetzt kommt ein Mol dran. Gesagt, dann Mol. Okay, der hat keinen Bock mehr. Angriffsstärkung, Bams. Bams. Was zum Teufel, der konnte nicht schießen. Also wenn er nicht gerade durchdreht, ist er eigentlich auch schillig. Ich habe das Gefühl. Ja, wenn er genau das macht, meine ich. Hat auch jetzt nicht so viel verpasst gegen diese Kämpfe, wo ich gegen mehrere Monster kämpfen musste, finde ich jetzt. War jetzt nicht so interessant zu schauen. Nur einmal verreckt hier. Also einmal einen Versuch verloren, sag ich mal. Verreckt bin ich ja noch nicht wirklich, oder?
Doch, ich glaube, einmal bin ich frei gegen den normalen Geginox damals. Ja klar. Aber das hat sich ja nicht aufgenommen. Das waren 45 Minuten, wo ich fast nichts geschafft habe. Boah, ich habe das Gefühl, der ist schon gleich tot. Hilfe. Versuch mal hier, ob ich was kaputt machen kann. Duff. Duff. Jetzt war ich nicht zu schnell, ne? 10 Minuten ist ein bisschen wenig, finde ich. Also kurz muss der Kampf auch nicht sein. Oh, okay. Vielleicht soll ich das andere Viech, was hier noch rumläuft, versuchen und bekämpfen. Dann sitzt hier also dieser Tyrannosaurus. Mund zu! Zieht! Natürlich müssen wir auch noch kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ne? Ich habe es bis jetzt noch nicht versucht zu bekämpfen. Bin mal weggerannt, als ich jetzt gesehen habe. Stehen geblieben. Oh, sehr schön. Bitte jetzt nicht unter mir. War gut getroffen. Vielleicht sollte ich irgendwie Kayama die Heilsachen geben, wenn Chacha nicht so viel aushält. Aber egal. Ja, guck's ja leider an. Der humpelt dort gleich schon. Ich sehe doch. Ja, die Waffe war eine gute Investition. Und gut aussehen tut sie auch noch. Und wenn ich sie verbessere, dann wird sie schwarz-rot, was ich nicht so toll finde. Mund zu! Doof! Ah! Das fange ich hier auch schon an, wie in Kingdom Hearts. Doof! Verdammte. Habe ich gesehen, wo er hingegangen ist. Super. Der Farbpfeil ist natürlich wieder genau weg gewesen. Hier ist er nicht. Aber wer, der geht nach draußen. Wo könnte er noch sein? Da oder da? Hm. Mal schon. Hier nicht, okay. Dann muss er ja da sein, bei Gebiet, wo auch immer das Gebiet hier ist. Ja. Gebiet 3? 5? Sehe ich nicht. Sieht aus wie 3 oder 8. 3. Fang. Ach Mann. Fang, habe ich gesagt. Oh ne. Bams und zack und. Ah, da kommt ein. Was ist da denn passiert? Voll Kolle. Voll Karambolage. So, ich weiß jetzt übrigens nicht, warum das Viech so dampft. Au! Das ist bei vielen Viechern in letzter Zeit passiert. Ich glaube, Chacha. Ich glaube, irgendwie die Bomben von Chacha machen das. Ich glaube nicht, dass das hier mein Schleim ist. Oder? Zack, zack, zack. Irgendwie dampfen, weil Chacha dampft, glaube ich, auch manchmal so. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht mal, ob das was bringt, aber ist gut, ne? Aber der humpelt schon, ist das geil. 14 Minuten, gleich der Kampf schon vorbei. Wuff. Wuff hier geblieben. So, und ich sage es jetzt schon mal. Das Einzige, was mich jetzt noch töten könnte, wäre, wenn hier dieser T-Rex kommt. Okay, wenn er jetzt aufgetaucht hätte, endlich wieder sagen können, ja, ich habe es schon wieder gedacht, also wird es wahrscheinlich auch wieder passieren. Au.
Aber die Kämpfe werden irgendwie kürzer. Nur weil ich das Essen jetzt mal rausschneide. Okay, kein Ding. Oder weil ich jetzt stärker werde. Jetzt werde ich wieder stärker. Jetzt finde ich glatt gut. Uff. Mund zu. Ich den Kopf schon kaputt gemacht. Den Schnabel, was weiß ich. Aber eher nicht. Ich würde ihn aber gern kaputt machen. Ach ja, der kann ja an der Wand auch noch gehen. Ah. Au! Was zum Teufel? So, da kommt er. Ach, Eis. Oh nein. Ja, ich weiß, du veräppelst mich immer mit dem Angriff. Bams und weg ist das Viech, Busch. Kalakalaka. Ah, schön. Kann ich eigentlich noch ein Monster dranhängen? Aber das nächste Monster wäre der Diablos. Und ne. Den schaffe ich nie im Leben. Unter 20 Minuten. Das ist viel zu nervig dafür. So, Taubrustfell übrigens. Dann kann ich aber ein bisschen im Shop zeigen, so was ich brauche. So, ich habe keine Spitzhacke oder so was dabei. Deswegen kann ich jetzt leider nichts hier spitzhacken. Nehmen wir mal hier ein paar Knochen mit. Seit Zeit irgendwie tot schlagen. Genauso wie das Monster. Versteht ihr? Ja, ich habe das Monster totgeschlagen und Zeit totschlagen. Ne? Aha, aha, aha. Okay. Ach. Ich möchte keine Knochen lösen. Wohl das Scheiße. Nein, ich hätte den Gigi vielleicht noch looten können. Die hinterlassen immer Monster auf oder Monsterbrühe. Da brauche ich doch auch hin und wieder. Ah, oh, mein rechter Fuß ist angeschlagen. So, was haben wir hier? Schnabel, Klaue, Haut. Okay, habe ich die kaputt gemacht. So, wie war ein Stein? Geil. Nein. So, jetzt müssen wir den Diablos noch erledigen. Und nehme an, dann geht es storymäßig weiter, weil... Oh, hi. Ständig gegen diese Monster zu verlieren, ging mir gehörig gegen den Strich. Warum erzählt er mir die Geschichte mal jedes Mal, wenn ich... Aber vielleicht hat es ja was Gutes. Am Ende konnte ich nur den Elfenbeinlager Jakobs nicht bezwingen. Kein übler Erzhand, wenn man einen haben muss. Als ich im Ruhestand war, steckte ich all meine Kraft in diesen Ort. Positiv denken, das sagte schon meine Ahnen. Okay, cool. Wie sieht's mal hier aus? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Ding bekommen habe, was ich brauche für das Schwert. Der Exzent ist falsch. Wie kriege ich das? Kuropeko, glitzerndes Fragment. Ich habe hier schon seit ewig kein Rezept, bitten und weiß nicht, wie ich die machen soll. So, wir gucken mal. Okay, habe ich anscheinend nicht. Ich habe zwei bekommen. Gut. Wenn ich das hier noch einmal auflevel, dann zieht es genauso viel ab wie meine Schleimwaffe. Das ist gut. Ja, das hier brauche ich immer noch Drachenelstenblut. Ja, und dann kriege ich sogar Weiß hier. Das habe ich irgendwie überrascht, weil Weiß, das habe ich noch nicht gesehen. Hier brauche ich Brachkortex. Das habe ich noch nie bekommen. Und die anderen Sachen auch noch nicht. Also ja, irgendwann muss ich gegen eine verbesserte Version von den kämpfen. So, ich möchte mal aber auch andere Waffen hier mal wieder einsetzen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Blutflügel. Das ist Gift. Wie hörst du denn damit? Geginox Haut. Ja, Geginox, den hau ich jetzt locker weg. So, was haben wir denn hier? Gift. Ich würde lieber dir mal aufleveln. Eigentlich so eine Giftwaffe. Ich benutze zwar nie mehr hier so Doppelschwerter, aber wäre doch nicht schlecht, ne? So, hier. Möchte ich auch gerne eine Feuerwaffe wieder haben. Die Djinn. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt sehr positiv, dass ich wieder, okay. Ich bin jetzt so sehr positiv, dass ich jetzt ein bisschen stärker geworden bin. So, ich habe hier eine Wasserwaffe, ich habe eine Schleimwaffe, ich habe eine Antidrachenwaffe. Dann wäre hier eine Eiswaffe doch mal gut. Reifblüte, Frierbeutel, ja. Ist ja, damit ich mal ein bisschen Abwechslung habe hier.
Feuerwaffe brauche ich nicht. Ich möchte eine Giftwaffe haben. Und hier kann ich eine Feuerwaffe machen. Dann haben wir doch fast alles. Dann brauche ich noch eine Elektrowaffe, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte mal, ich habe da hier noch Lähmungszieher. Ach ja, ich habe mal hier so eine hergestellt. Cool, was? Kann ich auch mal aufballern eigentlich. Tatzendruckmarke, Feuersteinzahlen, ja. Ich habe so viel Geld, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ophelienverhängnis. So nicht schlecht. Also keine Ahnung, wo ich die ganzen Sachen herbekommen soll. Hier haben wir eine Feuerwaffe. Weiß ich nicht. War ein Hammer. Atemkernhammer, was? Noch eine Hammerwaffe brauche ich nicht. Was ist hier mit? Mega-Dämonenmittel, ja. Okay, reicht. Seht doch mal hier, was ich alles für Waffen habe, ne? Gut, konzentriere ich mich mal darauf irgendwann. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.